1. Oktober 1903. Heute, vor 120 Jahren, erhielt der Glasinstrumentenmacher Reinhold Burger das Patent für eine Isolierkanne, die Getränke kalt oder warm halten kann. Sven Weingärtner. Heute eine Selbstverständlichkeit. Thermoskanne öffnen und heißen Tee oder Kaffee genießen. Ganz so einfach ist oder war es lange Zeit nicht. Damit eine Flüssigkeit sich nicht der Umgebungstemperatur anpasst, muss die Physik außer Kraft gesetzt werden. Bei der Isolierkanne ist es so, dass sie im Innern ein doppelwandiges Gefäß hat, meistens aus Glas. Doppelwandig und dazwischen ein Vakuum. Warum ein Vakuum? Das Vakuum hat eine extrem schlechte Wärmeleitung, also von dem einen zum anderen Ende wird die Wärme nicht transportiert und bleibt wie in einem Gefängnis, erklärt Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Die Verspiegelung im Inneren einer Isolierkanne verstärkt zusätzlich nochmal den Effekt. Analog funktioniert das auch mit Kälte. Genau darum ging es Reinhold Burger auch, als er Ende des 19. Jahrhunderts im Auftrag eines Eismaschinenherstellers einen Behälter entwickelte, in dem kalte und verflüssigte Luft aufbewahrt werden sollte. Dabei kam mir der Gedanke, dass man stattdessen auch Getränke verwenden könnte. Ich nahm heißen Kaffee, Tee, Milch und dergleichen. Noch nach 24 Stunden waren die Getränke so gebrauchsfertig, als wären sie eben erst hergerichtet worden. Schon länger hatte der Glastechniker Burger in seinem Betrieb zur Herstellung von Glasinstrumenten und Laborgeräten mit doppelwandigen Glaskolben experimentiert. Allerdings, die Gefäße waren nicht besonders stabil. Bei den Ausgießen der Getränke stellte es sich heraus, dass der Halt, der ja nur einen kleinen Durchmesser hat, die Schwere der Flüssigkeit in den Gefäßen nicht halten konnte und stets abbrach. Daher fand ich Abstützung. Nun erst war diese Flasche für den praktischen Gebrauch fertig. Reinhold Burger, Sohn eines Glasmachers, war nicht der erste und einzige, der sich ein Vakuum zur Isolierung zunutze machte. Aber er war der, der die Massentauglichkeit erkannte und sich die Erfindung vom kaiserlichen Patentamt schützen ließ. Das Gefäß besitzt doppelte Wandungen, die mit einem Spiegelbelag versehen sind. Das Gehäuse ist zur Benutzung als hauswirtschaftlicher Gebrauchsgegenstand sowie als Feldflasche bestimmt. Burger versuchte, die Isolierflasche selbst zu vermarkten. Dafür ließ er sich das Warenzeichen Thermos eintragen. Die Thermosflasche halte heiße Getränke 24 Stunden heiß und kalte Getränke auch an heißen Sommertagen ohne Eis tagelang eiskalt, hieß es in der Werbung, die aber so teuer war, dass sie die Gewinne auffraß. Also verkaufte Burger seine Patente und die Thermosgesellschaft. Wir vermuten, dass der Opa ein bisschen gesagt hat, naja, wer weiß, wo es hingeht, mach mal lieber das, was du vorher gemacht hast und arbeite mit den Universitäten und anderen Betrieben zusammen und mach auf Anforderung irgendwelche Glasgeräte. Er war so mehr Tüftler und Bastler und irgendwas Neues wollte entwickeln und forschen und sowas, aber nicht jetzt so eine Serienfertigung machen. Engineered utilizing refined design, hot or cold. They're made to last. Die American Thermos Bottle Company, die das Patent für den US-Markt besitzt, startete eine weltweite Werbekampagne. Und so begann der Siegeszug der praktischen doppelwandigen Isolierkanne. Heute fehlen die Isoliergefäße in kaum einem Haushalt. Das Patent für die Isolierkanne bekam ihr Erfinder Reinhard Burger heute vor 120 Jahren.